So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Was ist das denn? Wer macht denn sowas hier? Ich weiß nicht, wofür diese Box hier ist. Da ist immer so viel Platz. Da würde ich am liebsten auch irgendwelche Sachen abstellen. Sperrmüll oder so, aber darf man ja nicht. Schmeißt da einfach einer seinen Müll rein. Das ist eine Gegend, ich sag's dir. Wir wollen heute die Amazon Prime Gaming Forschung machen. Werden gesponsert von Couscous Gemüsepfanne. Warte mal, Weißglas, wir müssen hier rüber. Der NetGhost hat mir nämlich wieder einen Amazon Prime Gaming Code gegeben. Der braucht das nicht. Der hat mir auch von seinen Kollegen welche gegeben. Ich habe auch einen von Shenaya bekommen oder Sarina. Wir haben auf jeden Fall zwei Stück mal im Community Tab verlost. Also was heißt verlost? Wir haben die da gepostet und ihr konntet das dann abholen. Dingelnudeln mit Rahmspinat und Lachs. Wir haben die in den Community-Tab gepostet, ihr konntet das einlösen und dann gab es da ein paar coole Begegnungen mit Pokémon. Es gab ein paar Premium-Items. Leute haben gesagt, das geht gar nicht. Aber die ist ja auch nur einmal einlösbar. Der erste hat das mitgenommen. Was es in der aktuellen Amazon Prime Gaming-Forschung gibt, weil die ja nicht jeder hat, möchte ich euch das zeigen. Die hat 4 Kapitel, da gehen wir jetzt durch. Aber erstmal muss ich noch die Gläschen abgeben. Und hier haben wir jetzt noch Frucht plus Joghurt, Banane. Banane immer gut. Merkt euch Banane. Wir zeigen euch aber jetzt erstmal die Aufgaben. So, ich stehe jetzt immer noch hier zwischen den Mülltonnen und möchte euch kurz mal die Forschung zeigen. Die habe ich nämlich jetzt hier im Events-Tab. Ich habe nur 74 Tage Zeit, die zu lösen. Ich beginne die hier am Montag nach dem Kyogre Raid Day, also Proto-Kyogre Raid Day, weil jetzt ist gerade Zeit. Donnerstag das nächste Event, da kann ich mich darum ein bisschen kümmern. Nochmal danke an NetGhost79 für die Forschung. Lande 20 Curveball-Würfe, fange 30 Pokémon, verschicke 5 Geschenke mit einem Sticker. Sitzt hier zufällig was rum? Da sitzen 3 Parfi. Jetzt lasst uns froh und munter sein, mal auf die Parfi drauf, machen wir mal 1, wir machen 2, so, und wir machen das dritte auch noch, dann haben wir vielleicht 3 Pokémon gefangen und 3 Curveball-Würfe geschossen. Das machen wir jetzt, wir sind nämlich schon wieder auf dem Weg zum Einkaufen, wir müssen zum Netto, wir müssen zum Rewe, ich suche immer noch diese eine komische Pizza und hier, dass ihr den Buddy auch noch mal seht, NetGhost. Sarina ist weg, NetGhost ist da. Und ansonsten muss ich Hubi Michi irgendwann wieder reinholen, weil der hat ja für die nächsten 3 Monate gesponsert. Ansonsten, ja, melde ich mich zurück, wenn wir die erste Seite abschließen können. So, wir sind jetzt hier beim Netto angekommen. Pupsi hat wieder während der Fahrt gefangen. Die macht das immer grandios, Rauch ist an, wunderbar. Müssen hier nämlich noch ein Paket abholen. Das können wir euch gleich auch zeigen. Das ist richtig genial, denn das müssen wir ja auch noch irgendwie ins Auto reinbringen. Auf der ersten Seite haben wir jetzt 3 Begegnungen mit. Hier ist Olini drin. So, schmeißen wir mal den Ball aufs Olini, haben dann hier ein zweites Olini. Ich weiß leider schon, dass da 3-mal Olini drin ist, aber das ist nicht schlimm. Wir haben dann nochmal Olini. Ich habe, glaube ich, sogar ein 100er Olini auf der Hand. Das habe ich dann Oliver genannt. Also hier der O7 Oliver, den kennt ihr vielleicht. Wir bewerten mal kurz die 3 Olini. 342. Okay. Das ist das Beste mit 14, 14, 14. Das nehmen wir so mit. Jetzt müssen wir hier noch das Glücksei abholen und den Rauch. Das haben die Leute gewonnen, die den Code hatten. Müsst ihr euch mal vorstellen. Jetzt ist nichts da. In der Zeit zeigen wir euch noch das Shiny, weil sie hat gesagt, oh, da ist ein Shiny Iguana. Das hat sie noch nicht mal. Hat sie auch mitgenommen. Und jetzt sind wir auf Seite 2. 20 Bären beim Fangen von Pokémon. 12 verschiedene Arten von Pokémon. Und erkunde 5 Kilometer. Das müssen wir jetzt machen. Dann haben wir wieder 3 Encounter. Und guckt euch das mal an. Da ist Pupsi, da ist Jonas. Hallo Jonas! Da ist eine Adresse und hier ist ein Paket von Ikea. Und das kann man jetzt nehmen. Und wenn man das dann hier so reintut, guck mal, das passt genau in den Kofferraum. Von der Breite her, vom Rest vielleicht nicht, aber wenn man das zumacht, das sucht sich schon sein Teil.
So, perfekt. Merkt ja keiner, dass das gar nicht zu ist. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Wir uns müssen. So, wir sind fertig im Netto und guckt mal, nicht nur, dass Jonas aussieht wie eine Currywurst, es gab auch wieder Schnitzelfritz Curry und da durfte ich selber 10% draufkleben. Hier, das ist deins, wenn du mal was Gutes hast. Mittlerweile haben wir eine Lösung gefunden für das Paket. Wir haben es einfach jetzt auf den Beifahrersitz gesetzt. Mit ein bisschen Gewalt ging das dann schon. Jetzt ist es hier am Start. Das ist aber schon leer, denn der Inhalt ist jetzt im Kofferraum. Aber den können wir nicht hier lassen, den müssen wir mitnehmen zum Kaufland. So, wir stehen jetzt hier beim Kaufland. Da ist Jonas. Guck da hier. Jonas! Was? Hat da einer guter Laune? Ah! Ja, der Sandra räumt den Wagen ein. Ich werde mir gleich hier mal die Mezzomix aufmachen. Sandra braucht Ruhe und will nicht gestört werden. Also, psch. Jetzt stellen wir uns aber mal hier hin. Wir brauchen noch ein Pokémon, oder? 20 Bären beim Fangen von Pokémon brauche ich noch. Das heißt, ich gehe mal auf den Heute-Tab. Hier habe ich nämlich gesehen, ist im Feldforschungsdurchbruch ein Sankabu. Das finde ich cool. Das werde ich jetzt mal fangen, das Sankabu. Das gleich mal direkt bewerten. Dann müsste ja die Aufgabe fertig sein. Wir können die Seite dann abholen. Oh. Oh, richtig genial. So, möchtest du auch einen Schluck, Pupsi? Das Eis gekühlt. Ich habe mir nämlich eine Mezzomix drin genommen und dann stand man an der Kasse und da sehe ich, da ist so ein Schrank mit gekühlten Getränken. Da habe ich meine warme reingestellt und die kalte rausgenommen. So musste das machen. Hier haben wir jetzt ein Bubungus drin. Das tüten wir schnell ein. Nummer 1, Nummer 2. Das werden auch wieder 3 Bubungus sein. So, und Nummer 3. Das mit den höchsten WP müsste ja auch das mit den besten IV sein. Also 434. Wir bewerten deshalb vorne von dem 2 Sterne, 3 Sterne, 3 Sterne mit 15 Angriff. Ist aber alles egal, brauche ich nicht. Wir holen uns jetzt hier noch das Knusp ab, den Top-Trank und den Beleber. Dann müssen wir wieder zurück, wieder drauf und haben die nächste Seite. 4 Seiten müsste es geben, das ist Seite 3 von 4. Verwende 5 Power-Ups bei Pokémon. Besiege 5 Team Go Rocket Rüpel. Verdiene 2 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel. Mit den Power-Ups mache ich ja immer so. Ach nee, die Power-Ups mache ich nachher. Wir müssen jetzt eh weiter. Wir wollen heute auch noch spazieren gehen. Da kann ich vielleicht den Rest lösen. Bis gleich. Aber jetzt erst einmal einen Schluck. Magst du jetzt? So, bis gleich. Jonas! Jonas! So, vom vielen Forschen wirst du natürlich hungrig. Deswegen kurzer Halt nochmal bei Maggis. Bei heute Montag gab es auch die Ostersocken. Wenn du so ein Doppelpack-Menü genommen hast, mit hier Getränken dazu, Curly Fries allem, konntest du hier diese super genialen Ostersocken bekommen. Was ich damit mache, weiß ich aber nicht. Ach du meine Güte. Die gab es nämlich nur in klein oder in groß. Und die großen sind nur bis 44. Ich habe aber die 46. Die werden vielleicht trotzdem passen, weil die sich dehnen, aber irgendwann ist vielleicht auch mal Schluss. Die werde ich eh nicht anprobieren, die schmeiße ich in mein Regal beim Stream hinter mir und dann liegen die da halt rum. So muss es mal. So, da bin ich zurück mit dem Rest der Aufgaben. Hinter mir seht ihr ein richtig tolles Graffiti. Vor mir seht ihr eigentlich ein richtig tolles Graffiti. Und da seht ihr Jonas, wir sind nämlich eigentlich spazieren, aber jetzt sitze ich schon wieder hier am Boden. Es hat irgendwie geregnet, ich habe gedacht, wir machen kurz Rast. Ich nehme den Rest vom Video auf. Er hat auch seine Habermaus dabei, da hat er eh immer gute Laune. Freut sich, ab in den Mund damit, genau. Wir holen also den Rest von der Forschung ab. Ich habe mir jetzt extra hier einen Garados als Buddy, weil das braucht nur 1 Kilometer. Für einen Bonbon, habe einen Knusp gefüttert, da hat das alle 500 Meter einen Bonbon gefunden. Das können wir jetzt auch wieder umwechseln, das war nur zum Zweck der Aufgabe. Was ist denn jetzt schon wieder? Es hängt schon wieder alles. Jetzt, Moment, jetzt ist die Habermaus auch runtergefallen. Wir können jetzt den Netghost wieder reinmachen. Da ist die Habermaus. Kurz sauber machen. So muss das. Jonas, eine Maus für dich.
So, das Garados habe ich rein, weil wir ja zwei Bonbons finden mussten und das ging dann eben schneller. Und jetzt habe ich noch diese 5 Power-Ups übrig. Und ich mache das ja immer so, ich ordne nach WP, nehme die kleinsten Sachen, weil ich 5 machen soll, gucke ich jetzt, bis ich 5 Bonbons brauche. Dann sind das 5 Power-Ups und ich gebe gerade mal 1200 Staub aus. Bevor ich großartig suche, was max ich jetzt, was pushe ich jetzt, wo fehlen mir Bonbons, wo ist irgendwas anderes, nehme ich einfach immer das WP kleinste, dann ist das am günstigsten, das zu pushen. Jetzt holen wir hier ab einen Vulcano. Okay. Super Frisur, der sieht jeden Ball. Müssen wir jetzt 3-mal machen. Ne, ist gar nicht drin geblieben. Das hängt schon wieder. Holen wir nochmal die Habermaus. Kann auch sein, dass das am Hotspot liegt. Hier, dein Mäuslein. Wie oft geht das gut, Jonas? Wie oft? Jetzt ist es drin, oder was? Also wahrscheinlich war es doch drin, aber es hat nicht gezählt. Dann hat es doch gezählt, dann habe ich es gar nicht nochmal gefangen. Und trotzdem ist es drin. 2, 3, 3-mal Vulcano. So, letzter Ball. Ey! Jetzt gucken wir hier drauf, holen nochmal die Bälle ab, holen die Brutmaschine ab. Wie gesagt, 2-mal haben wir so eine Forschung verlost, beziehungsweise im Community-Tab gepostet und der Erste, der es halt abgeholt hat, hat die bekommen. Also auch Glückseier, auch Brutmaschinen, auch Sticker, wie ich gerade sehe. Sticker gab es auch dazu. Jetzt will ich kurz noch die Vulcano bewerten. 550 ist das höchste. Wir fangen mit 533 an. 41, 550 ist trotzdem alles schlecht. Und als allerletztes müsste jetzt hier ein Zenlong drin sein, der momentan noch in Raids war, wo ich das aufgenommen habe. Hier gibt es 10.000 Staub, 10.000 Erfahrungspunkte und ein Zenlong mit 11,99. Das tüt man jetzt auch ein. So. Bewerten das direkt und dann müsste die Forschung durch sein. Deswegen sage ich nochmal Dankeschön an NetGhost für den Code. Danke an alle, die mir immer Amazon Prime Gaming Codes schicken. Ich die dann immer in den Community-Tab poste. Jemand von euch also so eine Forschung kriegen kann und ich einen für mich nehme, um euch die Forschung zu zeigen. Das Ding hat jetzt auch nur 2 Sterne, ist also nicht so krass. Brauche ich eigentlich auch nicht. Falls das jemand als Glücks-Pokémon braucht, würde ich es vielleicht ein paar Tage aufheben. Ansonsten, wenn da kein Bedarf ist, verschicke ich das dann auch. Jetzt ist die Forschung auch weg. Alles ist erfüllt. Wir können das wieder ausmachen. Da liegt schon wieder die Maus unten. Guck dir das an. Habe Maus. Kommst du her an meine dreckigen, verschmierten Beine? War ein Geschenk von meiner Cousine. Das ist irgendwie sein Lieblingsteil. Deswegen nehme ich das immer, egal wo wir hin, mit. Das ist immer im Rucksack. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Guckt euch das Graffiti an. Das sieht stark aus. Wir werden gleich weiterziehen, aber mit Regencape. Deswegen stehen wir hier, dass wir uns jetzt verkleiden können. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.